Wir machen Ausweichen auf Gyms. Aber ohne Oben. Ich nehme wieder Quincy mit. Boah, das wird ja richtig eklig. Ich hasse diese Map wirklich. Ich hasse sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Das ist eine super ekelhafte Map. Ja, wie macht man das? Machen wir das sowieso hier mal, dass wir da dagegen schießen können. Ja, ich muss auf jeden Fall gleich einen zweiten Turm setzen, weil hier haben wir echt wenig Zeit und wir. Dass die nochmal eine zweite Runde drehen, weißt du? Die kommen hier wirklich nur ein einziges Mal vorbei. Ich hasse diese Map echt. Du Angeber. Wieso? Keine Sorge, jetzt verkackt er wieder. Du sollst da oben nehmen. Nee, oben will ich den nicht nehmen. Wäre zwar als Head ganz nice. Aber ich denke, ich kriege das auch anders hin. Hier kann man auf jeden Fall den Magier mitnehmen, den Affenmagier, der um die Wände schießen kann. Naja, da kriegt man. Hat man schon ein paar Probleme. Die Map ist easy vielleicht zu Hake. Ja, wahrscheinlich, aber die ist trotzdem scheiße. Motiviert wie immer. Macht doch Experten-Maps noch auf Schwarzrand. Später, später. Na, das kommt noch. Don't worry. Es kommt auch noch. Aber erstmal will ich das leichter machen. Ja. Und ich hoffe, bis dahin ist BTD7 raus, damit ich dann sagen kann, oh, ich habe keine Zeit mehr für BTD6. So, dann erstmal Quincy bauen. Quincy werden wir, denke ich, hier unten irgendwo hinsetzen. Gleich hier anfangen? Nee, oder? Eigentlich nicht. Ich glaube, wir direkt unter den Ninja bauen, wo die einfach so eine krasse Range hat. Scanning for targets. Yes, what's up? I am Quincy. Alchemist mit Dings würde ich jetzt machen. Mit Säuremix. Zwei Leute, die ich kenne, cracken sich mal kostenpflichtige Games für. Gibt wahrscheinlich Milliarden Menschen, die das tun. Kann man nichts gegen machen, ne? Sollen sie machen. Wenn sie irgendwann erwischt werden, dann müssen sie ein bisschen was zahlen. Oh. Platz! Erstmal einen Magier hinsetzen. Und auf einmal kann er hinter die Mauer, hinter der Mauer angreifen. Das ist schon nice. Okay, jetzt habe ich ziemlich viele Türme. Die müssen wir jetzt erstmal ausbauen. Platziert einfach nur Sniper, musst du nicht mal updaten, höchstens ein bis zwei. Ne, Sniper bringt nichts. 3D, Kollege, 3D. Das hat keinen Sinn. Der kann nicht hinter Wände schießen. Na, alles was rot ist, kann er nicht abdecken. Deswegen Sniper zu setzen, bringt ihn nicht mehr wirklich viel. Was ich immer machen würde, ist ganz gerne mal erstmal eine Nagelfabrik da hinten hin, falls irgendwie wirklich was durchkommen sollte und ich kein Geld mehr habe. Kannst du dir einen Experten-Map Gym Mastery vorstellen, wenn es Mastery geben würde? Ich habe letztes Mal schon gesagt, das ist nicht möglich. Also allein schon Gyms ist ja erstmal ein Meisterwerk. Aber Gyms Mastery, pfff. Alter, kommt auf 130 gleich schon mal der erste Moab. Affen sind, dann kann er auch tarnt sehen, ist okay. Und mir eine kleine Armbrust hin.
Er hat auf jeden Fall eine ziemlich fette Range, das heißt, er kann ja ziemlich viel angreifen. Wenn wir gleich noch ein Dings hinmachen, ein Affendörfchen. Kann man einen Sniper auf die Hecke setzen? Das ist eine gute Frage. Nein. Nein. Nicht mehr hier rauf. Ja, hätte sein können, dass hier irgendwie eine Aussichtsplattform ist oder so. Aber nope, ist nicht möglich. Kann man nicht auf die Hecke setzen. Kann man auch nicht da oben hinsetzen. Amos, scharfe Schüsse. Es kommt gleich schon Moab, ne? In wenigen Runden. Weiß nicht, was ich dagegen mache. noch Gold brauche ich noch, das wäre ganz nice. Ich denke, dann könnte man es durchaus schaffen. Den. Naja, okay, kriege ich hin. Vielleicht auf die Büsche in den Ecken. Nee, das bringt auch nichts. Das bringt dann noch viel weniger. Ne, funktioniert nicht. Ach so, auf den Ecken meinst du? Hier ist meinst du? Naja, auch nicht. Sniper ist hier leider nicht mehr so gut durch das 3D. Ich weiß, was verlieren. Vergiss es. Ich verliere hier nicht. Ich habe eine OP-Taktik. Ich darf hier nicht verlieren. Gut, dass BlueStacks hier diese Shortcuts hat, ey, wirklich. Das macht alles viel einfacher für mich. Berserker-Gebräu. Ha! Easy! Da bin ich für ein Pro, ey! Ich habe ein riesiges Problem, glaube ich, später. Ich könnte noch auf jeden Fall noch mal so einen Bumerang hinsetzen. Ich glaube, das wäre nicht verkehrt. Was hältst du von Artikel 11 und 13? Habe ich nicht mit befasst. Keine Ahnung. Habe ich nicht mit befasst. Kann ich eh nichts gegen machen. Weißt du? Ich habe da nicht die Entscheidungsgewalt drüber. Klar kann ich Petitionen und so weiter unterschreiben. Aber wirklich, was machen kann ich dagegen nicht. Mach mal einen Boomer auf X3X. Das ist ein X3X. Ja, habe ich schon gemacht. Aber nicht in Chimps. Dafür bringt er mir leider zu wenig. Oh. Naja, da hinten will ich nicht hinmachen. Da kann es sein, wenn man die Nägel hier hinten hat, kann es sein, dass sie sich durchbacken, die Gegner. Das heißt, dass sie zerplatzen und automatisch ein bisschen weiterlaufen und ich dann verloren habe. Das habe ich schon so oft gehabt. Okay, jetzt habe ich einfach erstmal ziemlich gute Defense. Langlebige Nägel. Tödliche Nägel wäre natürlich besser. Ich glaube, ich brauche hier vorne ein bisschen mehr Defense. Wie viel verdienst du pro Video, wenn ich fragen darf? 5 Cent? Wenn überhaupt. Also du kannst da rechnen, pro 1000 Views kriegt man so 1 bis 2 Dollar. Dollar wird dann in Euro umgerechnet und mein Netzwerk kriegt auch nochmal Geld. Also da kommt kaum was rum. Das ist lächerlich. So. Okay, wir haben ziemlich viel, gegen Mobs haben wir ziemlich viel. Aber ich habe das Gefühl, wenn die BFPs kommen, haben wir dann ein Problemchen. Ich hab voll Bock auf nochmal so einen. Dschungeltrommeln. Wachstumsblocker brauchen wir jetzt irgendwie noch nicht, oder? Brauchen wir Wachstumsblocker? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach mal. Haben ziemlich gute Defense hier vorne. Ich bin weg hier auf dem Ernsthaft. Viel Spaß, Joker. Haust drin. Kannst du bis ganz auf Anfang einen Reißnagelwaffe platzieren? Nee. Nee, weil das hier nicht viel bringt. Der wird nicht viel Damage machen. Ich muss eher was später was machen gegen den. Oh, nice. Auf beiden Seiten richtig schön zurückgedrückt. Sehr, sehr hübsch. Was sind die Permastacheln? Ich werde erstmal auf die Arkannägel gehen. Jetzt.
Ich brauche was gegen die 63. Runde. Was wir machen können, wir einen Sturmdruiden. Oder eine Ablenkung bringt nichts, habe ich ja vorhin schon gemerkt. Mal einen Sturmdruiden, um die wegzupusten. Die Frage ist, wie? Hier. Und Eichenerz halt ganz wichtig, um die Dings auseinanderzunehmen. Die Herzen später. Ist doch egal, wird sich eh keiner melden. Was? Ja, geht es leicht, achso. Ja, pfff. Können Leute machen, wie sie wollen. Ist doch nicht schlimm. Willkommen zurück, Max Mandel. Hi, Tom. Mir geht's ganz gut, oder dir? Bin schon seit einer Weile am Stream. Wir wurden zwischendurch mal unterbrochen von meinem Internet. 2-3 Viertelstunden etwa sind wir am Stream. Alle wie viele Sekunden davon schreiben, um nicht unter übermäßigen Spam zu landen? Das ist, glaube ich, egal. Solange du richtig schreibst, ist in Ordnung. Du darfst nur keine Emotes spammen und keine Buchstaben spammen, also wie A, B, B oder so. Rafft eigentlich irgendjemand, was der iFixer Grammar da schreibt? Auf Russisch? Hier hätten wir was gegen die Moabs, ne? Müssen wir gleich machen. War das gerne? Moment. Gegen Tarns. Was ist dein Beruf? Also neben YouTube einen Bürojob habe ich. Ich würde gleich erstmal die Arkan-Nägel machen. Ah, die Fair Range durch den Buff vom Alchemisten. 63. Runde habe ich gesagt, machen wir den Sturmdruiden. Ah, ich weiß noch nicht so recht. Irgendwie bin ich ein bisschen unglücklich darüber.